Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Der Lipton Fanatics oder irgendwie so. Bedankt sich erstmal für die häufige Nachfrage, wie es euch denn geht. Und ihm geht's gut, vermute ich mal. Schreibt er jetzt gar nicht. Doch, mir geht's gut, sagt er. Na, das freut mich. Okay. Er hat eine Frage zum Reisen mit dem Auto durch Australien, und zwar fragt er sich, wie es mit der Körperhygiene aussieht und ob man denn auf Campingplätzen duschen kann. Selbstverständlich könnt ihr auf Campingplätzen duschen, aber nicht nur auf Campingplätzen, sondern auch, vor allem wenn ihr an der Küste fahrt, dann werdet ihr immer mal wieder an den Stränden duschen sehen. Teilweise offen, ohne irgendwelche Abdeckung oder sowas. Die sind dann dazu da, dass wenn ihr aus dem Salzwasser herauskommt, dass ihr euch dann mit Frischwasser dann einfach das Salz etc. abwaschen könnt. Aber an vielen Stränden werdet ihr auch geschlossene Duschen finden, sogar mit heißem Wasser. Und da könnt ihr dann kostenlos sogar duschen. Müsst dann also nicht in einem offenen Campingplatz irgendwelche Gebühren zahlen. Ich habe bisher keine auf Fraser Island. Das ist eine Insel, die ihr unbedingt, wenn ihr an der Ostküste lang fahrt, unbedingt besuchen solltet. Einfach mal so 2-3 Tage nach Fraser Island gehen. Und ja, ihr braucht dann 4-Wheel Drive. Entweder mietet ihr euch eins oder euer Auto hat einen 4-Wheel Drive. Hier fliegt eine Mücke rum. Ja, und auf Fraser Island, da musste man tatsächlich $1 zahlen wahrscheinlich so 5 Minuten oder 4 Minuten duschen. Der Grund ist, dass auf Fraser Island das Frischwasser extrem begrenzt ist und man dadurch einfach dafür sorgen will, dass die Leute nicht übermäßig Wasser verbrauchen. Das ist es dann aber auch schon. Ansonsten habe ich bisher noch nie irgendwelche Beschränkungen gesehen, beziehungsweise gesehen, dass man Geld zahlen muss, nochmal extra, wenn man schon einen Campingplatz hat und dafür Gebühren zahlt, dass man dann nochmal extra Geld zahlen muss. Allerdings habe ich auch schon mal auf einem Campingplatz erlebt, dass man eben, wie gesagt, nur so 3-4 Minuten Zeit hat und dann ist die Dusche erstmal wieder für ein paar Minuten gesperrt, ja, um einfach der Wasserverschwendung vorzubeugen. Das ist dann schon alles. Ja, wie gesagt, auf Campingplätzen könnt ihr natürlich duschen, ansonsten gibt es auch freie Duschen zur Verfügung, müsst ihr mal immer so gucken. An vielen Stränden oder Strandabschnitten, dann gibt es eben sogar ja, Warmwasserduschen, die ihr kostenlos nutzen könnt, wenn ihr nicht unbedingt auf dem Campingplatz übernachten wollt. Alternativ könntet ihr zum Beispiel auf Parkplätzen, Rest Areas etc. übernachten. Schaut da einfach nochmal in meinen Videos nach, die ich dazu gemacht habe. Und denke ich, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Sollte es dazu noch Nachfragen geben, sagt mir einfach Bescheid, schreibt einen kurzen Kommentar oder schreibt mir eine private Nachricht. Das könnt ihr über den, wenn ihr auf meinem Channel seid, dann gibt es dort, also diese Mücke ist ja wirklich total. Entschuldigung. Dann, ja, auf meinem Kanal gibt es ja diesen Tab. Entweder wenn es Deutsch ist, heißt es wahrscheinlich über, und wenn es auf Englisch ist, dann About. Klickt da drauf und da ist dann nochmal ein Link oder ein Button, um mir eine private Nachricht zu schicken, wenn ihr nicht sozusagen eure Frage an alle posten wollt. Okay, das soll es von mir heute gewesen sein an dieser Stelle. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr das die eine oder andere Frage einfach stellt. Ich beantworte sie gerne. Ansonsten like das Video, wenn es euch gefallen und geholfen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also, bis später.